drin. Bereit? Ja. Call? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Okay. Spielstörung und so. Kannst du was sehen, Aiden? So. Danke, die ist echt total schön. Mach's auf. Jody, alles okay? Ja, ja, mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. Können wir ihn irgendwie belauschen? Das ist nicht der CIA-Typ. Hören Sie. Ich hab's ihr noch nicht gesagt. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, sie muss heute mitkommen. Das ist mein Auftrag. Herrgott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Okay? Im Ernst. Aber Auftrag ist Auftrag. Bringen Sie sie zu mir oder muss ich sie holen? Jetzt wird sie zu CIA gebracht. Jody, kannst du mal herkommen, bitte? Verdammt. Was, wenn wir es nicht machen? Wenn wir hier bleiben? Die Tür versperren? Können wir nicht. Wir haben hier nicht gerade viele Optionen. Mit ihm reden können wir auch nicht. Wir müssen wohl. Was? Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody? Das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Das ist ein Scherz, oder? Ich werde nirgendwo hingehen. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen zu gehen. Jody, ich weiß.
das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Oh, und das war's, ja? Du machst die Pläne und ich mache hier einen auf schön brav und ordne mich unter? Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Geh und fick dich doch. Das war's, wir gehen sofort. Nicht Jody. Du hast für mich. Ich hole schnell mein Zeug. Oh, verdammt. Nur das Nötigste. Sie mit zu alles andere ist in Camp Perry. Na toll. Wird so gezwungen. Ja, ihr. Ich würde es nicht zu Hause nennen, aber. Zumindest in den Dach über den Kopf zu verlassen. Gegen ihren Willen irgendwie. So CIA zu gehen. Ein Plüschhasen wollen wir nicht entpacken. Können wir überhaupt irgendwas einpacken? Hier ist der Rucksack. Ein Notfallkoffer oder was? Warum steht der schon hier? Und da haben wir zwischenzeitlich gepackt. Sowieso mache ich der SZ, dass die Kameras ausgehen. Okay, eine Kamera muss noch irgendwann sein. Zeigen, die der genossen hat. Na toll. Die Tür verbarrikadieren und hier bleiben.
Das ist keine Option. Ach, Menno. Na gut. Was hilft's? Sachen einstecken. Ein Plüschhasen seit der Kindheit. Begleitet. Stecken wir natürlich mit ein. Zeugs. Nimm das ganze Bett mit. Hier hast du gerade Punkt. Das hilft dir nichts. Wir müssen. Die Gitarre noch reinstopfen. Oh Mann. Aus, wir können doch hier bleiben. Das eine ist scheinbar noch an, aber. Oh, verdammt. Wir wissen, was nach dem Kapitel mit der CIA kommt. Nicht aufwärts. Meistens eher abwärts. Keine Sorge. Du machst das sicher gut. Mann, du wirst mir hier so sehr fehlen, Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Es wird Zeiten geben, wenn ich da sein kann. Sehr kurz Kapitel durchgespielt. Du kannst über das Gesehene berichtet. Ich weiß nicht, ob das noch am Ende so gut wird. Ich weiß da was, was ihr vielleicht nicht wisst. Ja. Später könnten Entscheidungen relevant werden. Clayton und Dawkins ausspioniert. Ja, um die Story mitzukriegen, war es irgendwie nötig.
da haben es irgendwie, da haben es knapp 40% verpasst. Clayton bedroht. Ja, dann geht's einfach weg. Abendessen. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Ja. Essen. Heute Problem. Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das ist jemand verliebt. Das geht dich nichts an, Aiden! Ryan Clayton. Ich kann tun, was ich will. Der Typ, den wir gerade im letzten Film gesehen haben. Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will! Das ist mein Leben! Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben. Nee, ich würde nicht zu. Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant. Naja. Intelligent, er ist witzig. Blablabla. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja. Ja, doch, ich weiß, was damals passiert ist in der Bar. Ausbilder. Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Ja, ey. Ryan ist nicht so ein Kerl. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Okay, Dinner machen, aufräumen, hübsch machen. Ich weiß ja nicht. Genau, den Abfall in die Küche. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Beziehung ist. Ich meine, wir werden sehen, wenn sie ihre Entscheidung ist und sie ist. Sie es haben will. Die Spiele und dann aufstellen. Wenn sie jetzt alles verstecken, was sie ausmacht oder was? Moment des Stellschlauens aufstehen. Na Mensch. Was aufstehen ist. Ich dachte Aufstehen-Musik. Was soll das denn sein? Das Gegenstück zum Gute Nacht-Lied. Mein Gott, das Dinner. Da ist bestimmt noch irgendwas in der Küche.
Bücher. Okay, ins Bücherregal. Okay, toll. Naja, ich weiß nicht. Die Musik. Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Ah, ja. Asia-Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Pizza-Lieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Pizza-Hühnchen. Asia-Pfanne. Los! Jetzt entscheide dich endlich mal. Tja. Asia-Pfanne, das klingt doch jetzt wirklich exotisch. Dann nichts schief gehen. Solange ich es beim Kochen nicht total verbocke. Nö, Quicktime-Event kochen. Das kann da schief gehen. Wir machen es natürlich danach hübsch. Erst kochen, dann hübsch machen. Das ist natürlich. Andersrum ist es ein bisschen dämlich. Oha. Er ist bewaffnet. Danke, Aiden. Ich glaube, das Messer soll jetzt wegschließen. Ganz abschließen, dass das eigentlich aufkriegt. Während er da ist. Sonst komme ich noch auf blöde Ideen. Wenn ich einspiele. Und wenn er dann übergriffig wird, dann komme ich auf blöde Ideen. Ihr habt richtig verstanden. So weit, so gut. Ihr habt richtig verstanden. Ich hab wenn gesagt. Nicht falls. Oh Mist. Was, als ob? Mist, er ist zu früh. Ich komme! Okay. Was anziehen vielleicht? Wäre nett. Ich dachte, es wäre die Tür zum Schlafzimmer, wo sie sich umziehen kann. Oh, ganz toll, Aiden. Steht sie nackt auf dem Flur. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Aiden! Aiden, komm schon, mach auf! Wie soll ich nie denn alle gleichzeitig drücken? Überfordert. Ich bin diejenige, die die Entscheidung trifft, Aiden. Ah ja. Jetzt mach die verfluchte Tür auf. Na gut. Du willst Spielchen spielen? Das kann ich auch. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Ich muss noch fertig kochen.
Ich sollte mich beeilen, sonst gibt's kein Essen. Und anziehen dann noch. Das wäre auch nicht schlecht. Okay. Wir bauen einen Topf oder so. Oder was machen wir jetzt hier? Ich blick's nicht. Haben wir hier irgendwo Pfannen? Ja, räum das noch auf. Okay, Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. So, im Badezimmer. Nehmen wir mal die Küche. Orientierung, grüne Bratwurst. Grünes Haus. Über das Badezimmer. Stimmt, der Korb im Badezimmer. Okay, da. Und nun? Können wir endlich kochen, oder? Müssen wir ins Rezeptbuch gucken, oder? Können wir auch so Töpfe rausnehmen? Töpfe rausnehmen und kochen ist nicht. Okay, vielleicht müssen wir uns erstmal anziehen. Erstmal duschen, erstmal sauber machen. Oha. Was gibt es? What the fuck? Als ob wir das spielen müssen. Und dann mit Klamotten gucken. Das hätte ich keine gute Idee. Und dabei ein bisschen schwitzen und dabei ein bisschen Fett verspritzen. Das ist dann. Ah ja. Können wir noch ein bisschen mehr anziehen vielleicht? Kleiderschrank und so. Ist das hier ein Kleiderschrank? Was ziehe ich an? Cool, sexy, elegant. Sei du selbst. Oh, hey, Ryan. Ja, ach, weißt du, ich hab nur alte Sachen an, weil ich bin cool. Ganz cool. Wir können uns doch nur die anderen angucken. Nicht genug Aufwand?
hallo Ryan. Oh, gefällt's dir? Klassisch, elegant. Je ne sais quoi. Kriegt ihr da nicht den falschen Eindruck? Weil er dann den falschen Eindruck kriegen könnte, probieren wir jetzt mal dies hier. Oh, hi Ryan. Ich habe auf dich gewartet. Nope. Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, was ich nehme. Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich meine, was soll es bringen, mich dem Kerl gleich an den Hals zu werfen? Definitiv. Aiden, lass gut Schluss sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta.